Hallo zusammen. Hallo zusammen. Wir sind heute aus einem ganz bestimmten Grund hier. Und wir sind schon seit 3 Jahren auf YouTube. Und da haben wir uns gedacht, das ist ein Anlass, dass wir jetzt da ein bisschen darüber plaudern, oder? 2 Sachen muss ich nur sagen. Zur Erläuterung, ich sitze hier etwas tiefer, nicht weil ich so geschrumpft bin, sondern weil wir nämlich am unserem Abstellplatz sind und der ist etwas schräg. Und dann das Zweite ist, wir haben vor ein paar Wochen in unserer Facebook-Gruppe gefragt, wer was wissen möchte über unsere Tätigkeit von YouTube oder auch was Persönliches, der soll uns eine E-Mail schreiben und da sind einige E-Mails eingegangen. Die haben wir in ein Konzept gefasst und wollen euch jetzt diese Fragen beantworten, die ihr an uns gestellt habt. Das Ganze haben wir in 4 Teile unterteilt, nämlich einmal in den Teil wir auf YouTube oder wir und YouTube, dann in den Teil Technikvideos, Reisen und Planungen und Persönliches. Und beginnen wollen wir mit dem Teil 1. Wir und YouTube. Ja, genau. Und? Ja, und wir fangen gleich mal an und mit der Frage, warum sind wir auf YouTube? Wie sind wir überhaupt zu YouTube gekommen? Wie ist es gekommen, dass wir zu YouTube gegangen sind? Jawohl, genau. Und da hat die Ursi einen Zeitungsartikel gelesen. Wir haben ja unser Wohnmobil bestellt im Januar. Und irgendwann im März kommt dann, das war 2017 natürlich, ja. Im März kommt dann die Ursi auf einmal ganz aus heiterem Himmel und sagt, du, da habe ich was gelesen über einen Reiseblog, sowas können wir doch auch machen. Und damit hat mich dann der Helle angeschaut, wie wenn ich vom anderen Stern wäre, ja, und dann hat er gesagt, ne, sowas mache ich nie. Kommt gar nicht in Frage. Kommt gar nicht in Frage, hat er gesagt. Okay, dann war das für mich erledigt, weil der Techniker bin nicht ich. Also was, ich meine jetzt Techniker, was so mit Kameras und Schneiden und so weiter anbelangt, ja. Also das bin ich nie, also war das Thema für mich erledigt. Ein paar Tage später kommt er und sagt, wir drehen einen Film. Und ich, wie, wir drehen einen Film? Ja, also du wolltest doch einen Vlog machen auf YouTube. Da müssen wir ja jetzt auch erstmal schauen, wie das alles funktioniert. Und jetzt machen wir einfach ein Übungsvideo. Okay, das haben wir gemacht. Total aufregend war das, gell? Ja, aber das war noch nicht das, was wir veröffentlicht haben. Nein, ja. nein, natürlich nicht. Es sind ja noch einige Überlegungen vorausgegangen. Vor allen Dingen habe ich dann auch eine neue Kamera gekauft. Ja. Und dann haben wir auch noch Musik gekauft. Dazu kommen wir dann später noch zum Thema Musik. Ja. Und dann haben wir einen Probefilm gedreht und dann haben wir uns überlegt, eigentlich könnten wir das gut machen. Ich habe nur gesagt, die einzige Voraussetzung ist, ich möchte dann das so betreiben, dass wir mindestens 4.000 Abonnenten bekommen. Ja, genau. Und ja, also dann haben wir unseren ersten Video gemacht, haben online gestellt und waren ganz aufgeregt, ja, und dann waren wir total überrascht, weil wir ja, glaube ich, schon gleich über 100 Abonnenten bekommen haben. Ja, das beim ersten Video gleich 100 Abonnenten und so viel Zuspruch und das hat uns so Mut gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen das weiter. Okay, wir machen es weiter. Ja. So sind wir zu YouTube gekommen. Ja, und dann ist auch die Frage gewesen, ob wir eigentlich Narzissten sind. Also sagen wir mal so, meine Meinung dazu ist, dass ein gewisser Narzissmus zu jedem gehört, der sich öffentlich darstellt. Natürlich auch zu uns. Die Frage ist, ob das krank oder ob das noch gesund ist. Die muss jeder für sich entscheiden. Also wir denken, dass das, was wir machen, noch gesund ist. Ja. Aber natürlich hat man einen gewissen Darstellungsdrang, das ist ganz klar, sonst hätte man das nicht machen. Mhm. Oder nur in unserem Fotoarchiv verschwinden lassen. Mhm. Aber einen gewissen Darstellungsdrang hat jeder, der das macht. Und dagegen ist auch unserer Meinung nach gar nichts zu sagen. Nö, natürlich nicht, weil eben man macht ja eigentlich von den Reisen, die wir machen, und das möchte man halt einfach dann auch dann euch allem zeigen, oder? Logisch, und uns macht es ja auch Spaß. Ja, da kommen wir dann später noch drauf zurück zu sprechen. Die Ideen, woher kommen unsere Ideen? Das ist also ziemlich einfach zu beantworten. Die Ziele wähle in der Regel immer ich aus. Also das heißt, ich präsentiere der Ursi immer 3 bis 5 Vorschläge und sie wählt dann aus, welchen Vorschlag wir annehmen und welchen nicht. Manche Ziele kommen dann ganz spontan aus der Situation heraus rein, ja.
Und das Kreative, also wie man die Tür aufschließt und solche Dinge, das ist alles der Ossi überlassen. Das sind alles Ossis Ideen, ja, in der Regel. Es soll ja auch ein bisschen unterhaltend sein. Aber im Prinzip sind unsere Videos immer 50-50 Zusammenarbeit. Ja, und das ist sowieso uns auch ganz wichtig. Das ist nämlich für uns, ist es eine Freizeitbeschäftigung. Es hat auch mal jemand geschrieben, ich sitze lieber im Liegestuhl, bevor ich Videos drehe. Wir sitzen auch gerne im Liegestuhl, aber wir sitzen lieber vom Computer und machen gemeinsam ein Video, einen Videoschnitt, als dass wir da uns irgendeinen belanglosen Film anschauen. Also für uns ist es ein Hobby. Ja, auf jeden Fall. Und es macht uns riesen Spaß. Ja, genau. Und dann noch dazu, freundliche Kommentare kommen, dann freut uns das natürlich ganz besonders. Das also ist das natürlich schon wichtig, ja. Wenn man etwas online stellt und bekommt dann eine positive Resonanz, das freut einem natürlich und spornt natürlich auch an. Das ist ja klar. Was mir viel gefragt wurde, jetzt auch bei den E-Mails, war, man macht ja mal ein Follower-Treffen. Wie schaut es aus? Livestream wäre auch schön, wenn ihr mal macht. Machen wir beides nicht. Nein, das wollen wir nicht machen. Wir wollen es nicht machen. Nein, also, das liegt uns jetzt weniger. Ja. Eben, ich meine, wenn wir euch treffen unterwegs auf Stellplätzen oder auch sonst irgendwo. Und sehr gerne. Dann ja, ist das was ganz anderes. Aber dass wir da jetzt ein Riesentreffen veranstaltet, das möchten wir eigentlich nicht. Nicht, nein. Man kann sich ja auf den Messen immer wieder mal sehen. Und so, ja, wir haben, auch sonst ja, unterwegs. Genau. Wir haben ja schon der ein oder andere ja, ja, auch schon getroffen. Und wir treffen immer wieder Leute und das ist auch sehr schön, das freut uns auch, ja, ja, genau. Aber dass wir jetzt speziell ein Follower-Treffen machen oder einen Livestream, beides wollen wir nicht machen. Nein. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Daumen und da ist immer gefragt, man ärgert ihr euch über schlechte Bewertungen, wie geht ihr mit Kritik um, wie geht ihr mit Besserwissern und humorlosen Gesellen um? Also, die Daumen, da haben wir ja schon oft eine Stellung bezogen. Ja, die Daumen runter interessieren uns eigentlich nicht so, weil wir wissen, wir haben 20, 30 Leute da außen, die können mit uns nichts anfangen und die verfolgen uns so arg, dass sie uns abonniert haben und gleich einen Daumen runter gehen. Damit können wir leben, das kriegt ja auch jeder. Und also, dem einen oder anderen gefällt es vielleicht auch nicht, was wir bringen. Ist auch oder okay. So. Also damit können wir gut leben. Also ist kein Thema mehr. Was uns freut, ist jedes Video, was über 5000 Aufrufe kriegt, jedes Video, was über 500 Daumen bekommt, da freuen wir uns drüber, weil das ist für uns eine Anerkennung und es ist auch ganz normal, würde ich sagen. Jeder, in jedem Theater gibt man Applaus dem Künstler oder auch wenn jemand was Gesang vorträgt und bei uns ist es einfach der Daumen hoch. Das ist schön, das freut uns, aber das ist nicht, also sagen wir so, wenn wir keine Resonanz, keine Aufrufe, keine Rückmeldung mehr bekommen, dann hören wir auf. Ich denke auch. Ja. Ja. Oder wir mal stellen es dann nur noch für uns. Ja. Dann natürlich die Besserwisser und humorlosen Gesellen. Das haben wir gerade bei unseren Covid-19-Videos gesehen, die das Thema gehabt haben. Da sind ja viele dabei, die absolut ängstlich sind und die dann auch ein bisschen übertrieben den moralischen haben. Ja. Und auch natürlich jeglichen Humor dabei verloren haben. Das Thema ist ein ganz eigenes Thema und natürlich auch ein ernstes Thema, das ist schon ganz klar, aber man dafür die Lebensfreude deswegen nicht dran liegen lassen. Wir können nichts ändern an den Menschen, die im Krankenhaus liegen, wir können denen nicht helfen. Nein, und auch wenn sie in Spanien und in Amerika sterben, da können wir hier nichts dafür, ja, und deshalb und auch nichts ändern. Nein, auch nichts jetzt ändern und aber deswegen brauchen wir ja nicht zu Hause sitzen den ganzen Tag und heulen, sondern wir schauen, dass wir das Beste draus machen können. So ist es. Und natürlich, wenn dann jemand persönlich wird, wenn jemand kritisiert und das ist nicht bösartig kritisiert, sondern eigentlich nur nicht das wiedergegeben, was wir meinen, oder er hat halt einfach nicht eins und eins zusammenzählt, er oder sie, ja. Wie es auch dann vorkommen ist, dann sage ich schon mal, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich sage, also vor Inbetriebnahme der Tastatur bitte das Gehirn einschalten, ja. An gewisse Fakten muss man sich halt einfach halten und übertriebene Angst braucht man auch nicht demonstrieren, nicht unbedingt also vortragen, ja. Jetzt klopft es die ganze Zeit. Kaum, dass die Kamera eingeschaltet wird, meldet sich dauernd das Handy. Ja, also nochmal zusammenfassen. Wir freuen uns über eure Daumen.
Ja, und die Kritik ist sehr wohl angebracht. Also wir machen auch nicht alles richtig, das ist keine Frage. Und wir sind, wir haben auch nicht die Weisheit, die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ja, also es ist auch nicht alles richtig, was wir machen. Und man dürfte es gerne sagen. Es gibt dann diese Oberlehrer, ja, die meinen, sie müssen einen belehren. Das können wir natürlich nicht so leicht ab. Solange es höflich bleibt, lassen wir das stehen. Und dann gibt es die Besserwisser, das haben wir jetzt auch schon häufig gehabt, Leute, die null Ahnung haben, aber meinen es auch mal was sagen zu müssen. Das haben wir auch schon oft gehabt. Spart euch das einfach. Wenn ihr was wisst, dann ist es okay. Aber wenn ihr nur belehren wollt, das ist dann, das löschen wir dann notfalls. Oder wir lassen es einfach stehen. So, das ist der Punkt gewesen. Dann kommt auch vieles, die Finanzen. Werbung und YouTube ist ja immer so ein Thema. Ja. Wir werden auch, die einen sagen, wie könnt ihr Werbung schalten und verdient ihr am Schluss noch Geld daran. Die anderen sagen, wie können wir euch ein bisschen was zukommen lassen. Ihr macht euch so viel Mühe, uns macht es so viel Spaß. Wie können wir euch da eine Anerkennung zukommen lassen? Beides braucht es nicht. Wir schalten die Werbung, die YouTube uns anbietet, dass wir schalten können. Und dafür kriegen wir eine kleine Entschädigung von YouTube, jeden Monat überwiesen, die wohlgemerkt die Kosten für Material, Aufwand etc. ohne Arbeitszeit zu rechnen. Aber wir geben mehr Geld, wir stecken mehr Geld in dieses Projekt rein, als wir hier rausholen. Eine Spendenbutton gibt es bei uns nicht. Wir sind gut situiert und wir machen das aus unserem Hobby heraus. Und unseren Lohn, den ihr uns geben könnt, ist in deinem positiven, freundlichen Kommentar. Das ist uns, und dass ihr die Videos schaut. Und uns, genau, unsere Videos anschaut. Das ist dann. Ja, das ist unser Lohn und es ist auch genug Lohn für uns. Ja, und dann natürlich ab und zu mal Menschen kennenzulernen, auch das ist wieder schön. Und wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Werbung sind, es hat mal jemand auf meinem Kanal gemeint, dass man Firmen anschreibt, um deren ihre Produkte vorzustellen. Ja, richtig. Also wir können von uns ausgehen, wir haben sowas noch nie getan. Ja. Also die, wenn man eine gewisse Größe auf YouTube erreicht hat, kommen einem die Firmen von selbst und bieten einem Produkte an. Die ersten Produkte haben wir mit voller Freude natürlich angenommen und waren ganz glücklich darüber. Aber in der Zwischenzeit sagen wir, also wir machen nur noch, wenn wir jetzt eine Produktvorstellung haben von einer Firma, dann nur, wenn wir das Produkt nachher selbst gebrauchen können oder wenn es uns total überzeugt natürlich. Ja, und das ist das Wichtigste. Also wir stellen kein Produkt vor, was uns nicht überzeugt. Nein. Wir haben schon etliche Produkte zum Testen gehabt, die haben auch wieder zurückgeschickt und haben gesagt, sie sollen oder dann weggeworfen auch. Wenn es die Händler nicht zurück wollten, wir haben gesagt, wenn wir ein Video drüber drehen würden, dann würde das ein Friss werden und dann lassen wir es lieber gleich sein. Also das machen wir nicht. Alles andere sind die Firmen auf uns zugekommen und ich muss sagen, 90% aller Anfragen lehnen wir ab. Wir kriegen monatlich mindestens eine Anfrage, irgendwas zu tun für eine Firma. Wir lehnen in der Regel alles ab, weil wir das eigentlich gar nicht machen wollen. Nee, es ist auch ganz schön viel Aufwand manchmal. Und es ist auch extrem viel Aufwand, solche Produkte vorzustellen. Man muss sie auch testen. Also das machen wir so und so nur für Produkte, die wir dann auch selber benutzen. Ja. Weil dann ist es eine Symbiose. Ja. Was anders war es dann mit Holland. Wobei das war ja auch ein Produkt, was wir dann selbst benutzt haben. Ja, ja klar. Also ihr könnt euch bestimmt erinnern, wir waren ja letztes Jahr im Sommer in Holland. Und das war wirklich wunderbar. Wir sind da von der Firma Obelink eingeladen worden, 3 verschiedene Campingplätze zu testen. Und wir sind ja eigentlich gar keine Campingplatz-Favoriter. Wir stehen ja mehr frei oder auf Stellplätzen. Aber da haben wir gesagt, oh, warum eigentlich nicht? Holland ist ja ein schönes Land. Wir fahren und wir machen das. Und dann haben wir unsere Videos natürlich online gestellt und dann kam doch der ein oder andere, der dann meinte, ja, kann man euch jetzt eigentlich glauben, ihr stellt es ja positiv dar, ihr seid doch jetzt gekauft, es ist doch gesponsert. Es war gesponsert, natürlich. Es war gesponsert, ist ganz klar, aber wir hatten total freie Hand beim Filmen, uns wurden keine Vorgaben gemacht und wir konnten das Video online stellen,
ohne dass das überprüft wurde. Also wir konnten wirklich tun und lassen, was wir wollten, aber uns hat es ja gefallen. Daher war das wirklich kein Thema. Ja. Wir haben einen Einkaufsgutschein bekommen von Obelink, das müssen wir dazu sagen. Ja, das war jetzt das Sponsoring und alle, unser Aufenthalt war natürlich komplett umsonst für uns, aber Benzinkosten und so weiter, die Dieselkosten, die haben wir selber bezahlt. Also insoweit war das kein Geschäft für uns, aber es war schön, es hat uns Spaß gemacht. Ja. Würden wir sofort jederzeit wieder machen. Mhm, ja? Genau. War das schon alles zu Holland? Ja, und die Vorgabe war, also, wir können ein Video drüber drehen, sollte mindestens, ich glaube, 10 Minuten sein. Ja, das war die Vorgabe. Also man sollte eben ein Video über den Campingplatz machen. Und ein 10-minütiges Freizeitvideo. Was man so von der Umgebung machen, was man da in der Umgebung halt so machen kann. Und da haben wir uns einfach was rausgesucht. Das waren keine Vorgaben und... Ja, ich denke, das war ganz schön. Ja, das findest du immer mit Schwan. Ja, genau. Dann ist gewesen, woher kommt die Musik? Die Musik ist bei uns zum Teil von YouTube. YouTube bietet einiges an Musik an, was kostenlos ist. Das ist sehr mühsam, das rauszuholen. Und da ist also 90% nicht verwertbar, zumindest für uns nicht. Für uns, aber das, was verwertbar ist, das haben wir im Portfolio. Ja. Die beste Musik von uns, also auch die Eingangsmelodie, die ist Fliege, oder? Die ist gekauft. Wir haben gekaufte Musik. Und da ist sogar die gewerbliche Lizenz gekauft. Mhm. Das ist ja auch nicht überall dabei. War nicht ganz billig, aber dafür ist es unsere Musik. Ja, und wir bekommen dann ab und an ja dann auch mal entweder Kritik oder Lob über unsere Musikauswahl. Also ich würde sagen, es ist alles Geschmackssache. Und der Höhepunkt eigentlich war in einem Video, ich weiß jetzt nicht mehr welches, aber ist ja auch egal. Einer hat kritisiert, dass das eine total einschlafende Musik sei. Und ein paar Kommentare später kam von jemandem, wow, ist die Musik klasse. Also ihr seht, das ist immer Geschmackssache. Wir hoffen natürlich, dass die Musik immer zu unseren Videos passt und manchmal ist sie halt besser und manchmal weniger, aber uns gefällt's. Ich würde sie nicht nehmen. Dann war auch die Frage, wie viel Aufwand wir eigentlich betreiben und wie füllt YouTube unseren Alltag aus. Also YouTube ist bei uns im Alltag täglich vertreten. Mhm, eigentlich schon, ja. Ja, wir schauen immer, was los ist bei uns. Wir sind auch immer wieder beschäftigt damit, was können wir als nächstes drehen. Ja. Wir haben teilweise auch ein gewisses Konzept haben wir schon. Mhm. Meistens lassen wir uns schon ein wenig treiben oder wir lassen uns treiben, aber haben schon ein gewisses Konzept natürlich, ein Grundkonzept. Und also jeden Tag ist YouTuber Thema, auch wenn wir nicht jeden Tag an Filme schneiden oder drehen sind. Nein, natürlich nicht, aber man überlegt ist jetzt auch nicht der richtige Ausdruck, aber man spricht jeden Tag drüber. Es ist ja ein Hobby, wenn einer im Fußballverein drin ist, wenn das sein Hobby ist, der redet ja wahrscheinlich auch oder macht sich Gedanken täglich über seinen Fußballverein oder der andere spielt Schach und dann überlegt er sich dann vielleicht Partien und so ist YouTube unser Hobby und natürlich beschäftigen wir uns damit, das ist ganz klar. Ja, und dann kommen ja Kommentare, E-Mails und so weiter rein und so allein deswegen diskutieren wir darüber. Ja. Was für Vorteile zieht ihr aus dem ganzen YouTube-Kanal? Also das haben wir schon klar gemacht, finanziell ziehen wir nicht allzu viele Vorteile draus. Wir ziehen einen Vorteil draus, indem wir Kontakt zu Menschen haben und das ist ein sehr großer Vorteil. Ja, also und das macht aber wirklich Spaß. Und durch dieses YouTube haben wir ja auch schon mehrere andere YouTuber kennengelernt, wo dann auch immer ein sehr netter Kontakt draus besteht. Also uns macht es einfach Spaß, ja? Wir haben uns ja auch schon mit anderen YouTuber getroffen und so. Also man tauscht sich untereinander aus. Also wir finden das ganz toll. Ja, und auch auf den Messen, wenn wir angesprochen werden, das freut uns. Also es hat unser Leben extrem bereichert, zwischenmenschlich vor allen Dingen. Ja, kann man schon so sagen, ja. Wo liegen eure Grenzen? Die persönlichen, wir kommen ja dann auch zu uns persönlich, ja. Unsere persönlichen Grenzen liegen darin, dass wir einfach einen gewissen
Part haben, wo man sagt, das geben wir frei und eine gewisse Privatsphäre haben, die bleibt einfach für uns. Das ist ganz klar, ja. Das ist ganz logisch. Jeder hat seinen Bereich, wo er sagt, das geht niemandem was an. Und das gibt es natürlich bei uns auch. Wir gewähren natürlich viel Einblick in unser Leben, ist klar. Aber wir wollen auch unser Leben ein Stück weit, oder der Großteil von unserem Leben ist natürlich unter uns. Ja. So, und dann haben wir noch als letzten Punkt von dem ersten Teil. Wir haben noch kein Gespür entwickelt, was gut ankommt und was nicht. Ja, das stimmt. Also das haben die Leute gesagt, nach welchen Kriterien wir die Videos drehen. Wir haben kein Gespür dafür, was ankommt und was nicht. Nein, wir drehen... Beste Beispiel ist Erfurt Mödlerreuth. Das fällt mir jetzt spontan ein. Aha, okay. Wir haben uns überlegt, wo könnte man ein spannendes Video drehen, dass die Leute das anschauen. Dann sind wir extra zum 30-jährigen Wiedervereinigung, ja. Sind wir dann extra an die Grenze gefahren bei Hof nach Mödlerreuth, haben da ein Video drüber gedreht, was auch relativ aufwendig gewesen ist, das Zusammenschneiden. Und das Video ist dann nicht einmal 5000 Mal angeschaut worden, ja. Mhm. Und dann hat die Ursi gesagt, was machen wir als nächstes? Dann habe ich gesagt, komm, lass uns nach Erfurt fahren. Sagt sie, was willst du denn in Erfurt? Das schau doch, interessiert doch keine Menschen. Das Video ist 12.000 Mal oder was angeschaut ja, worden. Und ja. Ja, eben. Und da fragen wir uns manchmal auch, wie kommt es? Ja. Wieso wird das eine angeschaut, das andere nicht? Denn wir haben ja auch schon über Leipzig, haben wir doch auch schon ein Video gemacht. Ja, das ist auch so gut, wie gar nicht angeschaut worden. Ja. Oder Lübeck, gell? Ja, da war aber Rügen wieder extrem, ja? Also man weiß nie, was ankommt, was nicht, aber das ist eigentlich auch nicht das Hauptkriterium. Wir machen eigentlich die Filme über das, was uns auch selber sehr interessiert. So ist es, ja. Mhm. Und ein Gespür, was ankommt, was nicht ankommt, haben wir nicht. Nee. Aber wir machen halt einfach so, wie wir meinen, das recht ist. Mhm. So, jetzt sind wir schon über 20 Minuten am Labern. Den zweiten Teil, würde ich sagen, bei dem schönen Wetter. Dann gehen wir noch raus, oder? Fahren wir mal ein Stückchen an die frische Luft. Ja, könnt ihr schnell mal euch was zum Trinken holen oder zum einen Snack holen. Wir gehen packen zusammen, fahren ein wenig an die frische Luft, dann geht's weiter im nächsten Teil. Wir hoffen natürlich, dass ihr mitkommt, gell? Ja. Also nicht einfach weggehen. Bleibt dabei, gehen wir gleich weiter. Ja. Kommen wir zum Teil 2, zur Technik. Mhm. Also, ich bin direkt angesprochen worden und man kann ja Klartext mit uns reden, wir machen das ja auch. Ja. Ich sage ja immer in den Videos, dass ich die Videos von Laien für Laien mache. Das heißt, dass ich im Prinzip keine Ahnung von Technik habe und trotzdem mache ich Technikvideos. Ja. Ja, das ist schon so. So ganz ahnungslos bin ich natürlich nicht, weil ich ein Anwender bin. Ja, ich kann nur selber nichts einbauen. Das heißt, ich kann schon selbst was einbauen. Wenn ich 10 Schrauben irgendwo reindrehe, dann weiß ich, wenn sie drinnen sind, dass 8 davon 5 cm weiter rechts oder links hinten gedreht werden sollten. Deswegen lasse ich das lieber. Mhm. Außerdem bin ich auch so nicht sehr technisch versiert. Handwerklich mehr, ja, würde ich sagen. Oder Richtig. Technisch hast du schon eine Ahnung. Ja, genau, aber handwerklich. Das handwerklich umzusetzen, ja, da hapert's. Und dafür habe ich auch kein Gespür, aber ich bin ja Anwender von Technik und kann deswegen da, glaube ich, schon zu den meisten Dingen was sagen. Zumal wir jetzt auch schon viele Jahre dieses Camping überhaupt betreiben.
Also einiges wissen wir schon und das machen wir ja auch drüber. Und wie gesagt, ich sage ja auch immer, Expertenwissen habe ich nicht und das Expertenwissen muss man sich halt woanders herholen. Das ist für Laien, von Laien für Laien gemacht, ja, unsere Technik. Wir sagen halt einfach das, was wir dann auch von den Handwerkern ja dann mitbekommen. Also was sie uns dann erklären, warum dieses oder jenes jetzt so funktioniert oder warum es auch nicht funktioniert. Genau. Dann auch die Frage, was wird man beim Womo-Kauf jetzt anders machen? Nicht viel. Nö. Also wir haben für unsere Verhältnisse alles soweit richtig gemacht. Wir bereuen nichts. Wir sind mit unserem Fahrzeug sehr zufrieden. Wir sind mit dem Grundriss sehr zufrieden. Mhm. Und zwar bewusst, dass das Fahrzeug 2,22 Meter Breite hat statt 2,35 Meter. Und das langt uns auch vollkommen aus. Mhm. Also wir würden uns auch das gleiche Fahrzeug grundsätzlich wieder bestellen für diese Zwecke, für die wir es gekauft haben und auch nutzen. Für die Zwecke ist es für uns das optimale Fahrzeug. Mhm. Aber wir haben ja ein Video gedreht, wo wir darauf hinweisen, auf was man ein bisschen achten sollte beim Neuwagenkauf. Schaut euch um, da bekommt ihr unsere Meinung dazu. Aber wir würden eigentlich nichts mehr anders machen. Nee. 4,5 Tonner und 3,5 Tonner, was da der Unterschied ist, bin ich gefragt worden. Wir haben einen 4,5 Tonner bewusst von Anfang an rein. Wir haben auch den Hümer deswegen gekauft, weil er einen relativ langen Radstand hat, was sich auch im Nachhinein als sehr gut erwiesen hat. Und die 4,5 Tonnen, das ist einfach deswegen, weil wir viel mitnehmen und uns nicht beschränken wollen. Wir fahren auch nicht nur mit 20 Litern Wasser, sondern wir haben einen vollen Wassertank. Und das geht mit 3,5 Tonnen einfach nicht bei einem Fahrzeug in dieser Größenordnung, wie es wir haben. Ja. Ja? Mhm. Deswegen also ganz bewusst 4,5 Tonnen. Welche Software wir bei den Videos verwenden, das ist also hauptsächlich, also ich habe mehrere Schnittprogramme, aber das meiste, was ich verwende, das ist Cyberlink. Mhm. Ja. Und dann möchte man auch noch, wenn es um Technik geht, auf eins hinweisen, was von vielen immer gefordert wird, dass wir irgendwelche Aufgaben erfüllen. Also Oder einer hat einmal geschrieben, dreh doch keine Messevideos, das langweilt mich. Ja, Junge, dann schaust du nicht an. Ja. Wir machen das, woran wir Spaß haben. Wir sind keine Dienstleister. Wir können Wünsche nachkommen, aber wir sind keine Dienstleister, dass wir etwas tun oder unterlassen, nur weil es gefordert wird oder weil es verböhnt ist. Also finde Marvin blöd, sowas. Ja. Ja. Sie schreibt einfach rein, lasst es doch an der Technik. Also. Wir machen das, was wir meinen, was für uns gut ist. Ja. So, Technikvideos kommen im Moment nicht allzu viele dazu. Das war jetzt eigentlich mal so ziemlich alles. Hubstützen und Luftfedern machen wir nicht. Ja. Der Gustl ist gut bestückt. Und wir kommen sehr gut zurück. Also insoweit waren das erstmal unsere Technikvideos. Ja, den Ventilator, nein, oder wie heißt der? Der kommt noch, der Fantastik-Fan, den stellen wir noch vor. Genau, das war mir gerade das Wort entfallen. Genau, das ist das Einzige, glaube ich, jetzt. Ja. Also wo mir einfällt, was wir noch genauer bringen möchten. Das war es jetzt dann schon zu dem Punkt Technik. Mhm. Dann hätten wir als nächstes noch den Punkt Reisen. Nee, was ist der nächste? Reise und Planungen. Ja. Ja, mein, du hast ja schon am Anfang gesagt, Reiseziele. Ja, wollen wir das jetzt hier machen oder wollen wir weiterfahren? Machen wir das nur hier? Ach, ich glaube, das können wir hier noch machen. Dann fahren wir nochmal das Stück also, weiter. Also, dann kommen wir zum Punkt 3. Mhm. Der heißt Reisen, Planungen. Ja. Welche Reiseziele stehen an? Also, der Helle hat euch ja vorher schon gesagt, dass die meisten Reiseziele von ihm kommen. Aber ich muss sagen, das ein oder andere Ziel schmeiße ich auch in die Runde. Denn manchmal lese ich irgendwo einen Artikel über irgendeine Gegend und dann denke ich, oh, die hört sich ja toll an, das würde ich auch ganz gerne mal anschauen. Und dann überlegt sich das der Helle und geht dann so mehr oder weniger an die Feinarbeit, wo wir dann eventuell genau ansteuern können. Denn der erste Anlaufpunkt ist ja eigentlich meistens
geplant, oder? Ja, ja, der erste. Also den planen wir, wo wir jetzt, damit wir wenigstens eine grobe Richtung haben, fahren wir den ersten Punkt meistens an. Und dann schauen wir, dass wir das Ganze noch irgendwie mit einer Historie verbinden können. Mhm. Meistens fällt einem ja irgendetwas Historisches ein, schon zu der ganzen Gegend. Das liest man sich dann nochmal grob nach, damit man dann Unsinn verbreitet, ja. Und dann schauen wir, dass wir das verbinden können. Kommt ja auch in der Regel ganz gut an, ja? So haben wir das Gefühl, ja. Wir sind auch gefragt worden, warum wir überhaupt noch auf Wohnmobilmessen gehen, wo wir doch ein Wohnmobil haben, mit dem wir zufrieden sind. Ja, das gut, hängt in erster Linie daran zusammen, dass wir immer interessiert sind an der Campingbranche. Ja, genau. Das interessiert uns halt einfach. Außerdem lernen wir da auch immer wieder sehr viele neue Menschen kennen. Jawohl. Und es ist da ein großes Sammelbecken von anderen YouTubern. Und das macht natürlich dann auch immer wieder Spaß, wenn man dann so zusammensteht und miteinander quatscht und ja, sich austauscht. Ja. Ja, das macht auch große Spaß. Wir grüßen auch an dieser Stelle alle YouTube-Freunde. Ah, ja, okay. Wir grüßen euch. Hallo. Wir schauen uns natürlich auch nach wie vor gerne Fahrzeuge an, ja. Denn unser Gustl hat jetzt 50.000 Kilometer drauf nach 3 Jahren. Wir sind auch eingeschränkt mit Fahren im Moment und wir haben nicht vor, in 4-5 Jahren das ganze Hobby schon aufzugeben. Das heißt, wir rechnen schon damit, dass wir uns, bevor wir dann endgültig mit dem Campen aufhören müssen, aufhören wollen, wie auch immer, dann uns vorher noch mal ein Fahrzeug zulegen, damit regulieren wir schon. Ja, aber jetzt sieht, dass der Gustl ganz heiße Reife kriegt, ja, also das steht noch gar nicht an. Noch nichts andiskutiert. Nein, überhaupt nicht. Aber bis er 200.000 Kilometer drauf hat, fahren wir sicher nicht. Echt? Naja, das werden wir ja sehen. Also darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Ich auch nicht. Ja. So, was haben wir als nächstes noch draufstehen? Freistehen, wie wir freistehen, weil das wurden wir ja auch öfters gefragt, weil wir ja eigentlich immer sagen, wir stehen am liebsten frei oder auf Stellplätzen. Ja, wie finden wir das? Ja, also freistehen. Also einmal findet man, wenn man vorbeifährt, sieht man oftmals Plätze, wo man sagt, Mensch, da könnten wir hinfahren. Mhm. Wir schauen schon auch nach Stellplätzen, gerade wenn wir mal von der Autobahn runterfahren. Dann schauen wir schnell nach Stellplätzen, wo da was in der Nähe ist. Und wenn da nichts in der Nähe ist und dann wir sagen, wir wollen raus, dann stellen wir uns irgendwo hin. Wir stehen auch gern vor Museen zum Beispiel. Also, dass wir abends anreisen und dann am nächsten Tag ins Museum gehen. Da sind ja meistens Parkplätze davor. Einmal waren wir vor der Grube gestanden. Da war auch ein wunderschöner Parkplatz. War auch alles kein Problem. Aber es war null Handynetz und es war auch kein LTE natürlich. Gar nichts. Und dann haben wir gesagt, nee, dann suchen wir uns einen Stellplatz und fahren 10 Kilometer weiter. Mhm. Weil, also wir wollen zumindest, das ist das einzige Auflage, die wir haben, möglichst das Mobiltelefon funktioniert. Man weiß ja nie, was ist. Es kann ja auch ein medizinischer Notfall sein. Und wenn man dann erstmal 5 Kilometer durch den Wald laufen muss, dann ist das blöd. Auch nicht so angenehm. Ja, wir sind ja schließlich keine 25 mehr. Ja. Aber unsere Stellplätze, die finden wir meistens aus der ProMobil-App oder wir haben auch schon bei Park4Night. Ja, aber oder manchmal ja, einfach ja. Fahren wir einfach irgendwo hin und manchmal sind sie ja auch ausgeschildert, dann fahren wir hin. Aber wir fahren eigentlich hauptsächlich auf Stellplätze fürs Ver- und Entsorgen. Richtig. Mhm. Und wenn wir einen freien Stellplatz suchen, dann schauen wir halt auch einmal bei Google Maps rein. Ja. Da sieht man dann auch, wo was sein könnte, was sich dann aber oftmals als nicht zutreffend herausstellt. Aber das ist, man muss da auch öfters mal in einer Firma gehen, 2-3 Anläufe nehmen, bis man mit einem Platz braucht. Genau, wir müssen halt dann auch schauen, wo unser Gustl Platz hat. Ja. Ich meine, er ist ja kein Kastenwagen, dass er da nur so eine PKW-Größe oder so, sondern das ist ja doch schon eine Ansage und da braucht man natürlich dann auch einen Platz. Der letzte Notnagel ist dann immer Industriegebiet. Ja, aber wir stehen ja dann auch oft auf Wanderparkplätzen und so. Wir haben es übrigens kein Problem mit dem Schrägstehen. Also wir haben zwar so Auffahrkeile dabei, aber die benutzen wir äußerst selten. Die haben wir überhaupt noch nie benutzt. Doch, natürlich haben wir die schon benutzt. Ach so, die Auffahrkeile, okay. Ich habe es verwechselt. Wir haben doch da so komische Stütze da, wo man von Hand rausdrehen muss, oder? Ach so, das sind die
Stützen, ja, Hubstützen sind es, ja. Ja, ja. Aber die haben wir noch kein einziges Mal benutzt. Ja, aber ja. Die Auffangkeile schon. Ja, klar. Habe ich verwechselt, sorry. Wenn es ganz, ja, mir entschuldigen das jetzt nicht. Ach, du, aha. Selbstverständlich entschuldige. Ja, egal, ihr entschuldigt mir das, ist doch ganz klar. Ah ja, diese Auffangkeile benutzen wir schon, aber wir sind ziemlich spatzfrei. Wenn es ein bisschen schräg ist, das macht uns nichts. Wir an manchen Stellen, wo wir denken, das ist richtig eben, nutzen manche sogar die gleichen, also die Plätze dann mit Auffangkeilen. Also so pingelig sind wir da nicht. Ne? Solange ich hier aus dem Bett purzel in der Nacht. Ja, genau. Solange geht's. Ja, das war der Unterpunkt. Oder ja. Haben wir noch einen Punkt Persönliches und da fahren wir noch ein paar Meter weiter? Nein, ich wollte jetzt hier noch was sagen. Ah, okay. Gerade weil, also was hat das? Hat jetzt das auch mit Werbung zu tun oder? Ja. Oder unter welcher Rubrik? Ist ja jetzt egal. Ist ja eigentlich unter Reisen und Planungen. Oh ja, genau. Oder sagen wir so unter gescheiterten Reisen und Planungen. Ja, also da haben wir letztes Jahr im Herbst war das. Plötzlich eine Anfrage von, jetzt hört zu, von RTL bekommen. Aber nicht nur wir. Wollte ich gerade sagen. Aber nicht nur wir. Also viele von unserer YouTube-Kollegen, die wir da so kennen, haben diese Anfragen bekommen. Und zwar ging es darum, RTL wollte anscheinend irgendeine Reportage drehen über Wohnmobilfahrer in südliche Gebiete, und zwar im Februar, März war angedacht, ja. Und ja, dann haben wir uns das halt so überlegt, soll man da überhaupt mitmachen, soll man da nicht mitmachen und alles. Und dann haben wir gesagt, ach, eigentlich wäre das doch mal ganz interessant. Es hat auch geheißen, es ist ein seriöses Format, ja, da, also nichts, wo man dann veräppelt wird, ja. Mhm. Und es ist in Holland schon mal so ein Format gedreht worden. Und wir haben uns gedacht, wir können uns das ja einfach mal anschauen und auf uns zukommen lassen. Absagen kann man ja immer noch. Ja, genau. Und also, und dann haben wir dann hier so, der Wind, hoppla. Hier, damit ihr seht, RTL. Und da bekam man dann da so ein Schreiben für ein Vorstellungsvideo, und da waren ein paar Sachen drauf, die wir da also sagen sollten in dem Video. Das haben wir dann alles gemacht, alles hingeschickt, und dann hat man natürlich ewig nichts mehr gehört. Und irgendwann kam dann plötzlich der Bescheid, dass das Format eingestellt ist. Es wird gar nicht realisiert. Nicht realisiert, sie wollen sich das nochmal überdenken, und somit kam jetzt diese Tour natürlich nicht zustande. Also wir waren da auch immer alle ein bisschen skeptisch, auch unsere anderen Kollegen, weil wir wussten ja nicht, RTL ist ja jetzt nicht gerade so ein Kanal, wo vielleicht alles so hundertprozentig seriös ist. Also wir haben halt dann gesagt, wir wollen natürlich dann nicht ins Lächerliche gezogen werden, genau, oder so irgendwas. Und das haben ja die anderen, das möchte ja keiner von uns. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, wurde aufgrund dessen dann das Format abgesagt oder vielleicht wurde es ja auch durchgezogen, aber mit anderen Wohnmobilisten auf jeden Fall. Wir sind da leider nicht dabei. Ja, wir haben auf jeden Fall von allen von Ihnen gehört, wir gehört haben, dass Sie da angesprochen wurden, haben wir dann erfahren, dass Sie nicht berücksichtigt wurden. Ja. So, das war's. Ja. Da das wollte ich jetzt nur weiter. Das sagen wegen RTL. Das fand ich nämlich ganz interessant. Aber ja, kam jetzt halt nicht zustande. Also wir fahren noch ein paar Meter weiter und dann kommt es noch zu unserem Persönlichen. Ja, genau. Machen wir da nur den Rest. Also, so herrliches Wetter. Kommt mit. Punkt 4. Ja, aber ist das nicht hier ein herrliches Wetter? So schön ist es heute wieder, und
Also Punkt 4 war schönes Wetter. Nicht ganz, aber das musste ich jetzt einfach sagen. Es ist so schön hier. Und wenn ihr genau zuhört, hört ihr sogar die Vögel zwitschern. Genau. Immer wenn man sagt, hören Sie es auf. Nein, es ist richtig herrlich und wir genießen jetzt diesen Ausblick hier und plaudern noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Fertig? Ja, fertig. Also Punkt 4 ist Persönliches, ja. Ja. Mhm. Und da wolltet ihr wissen, ob Ursi und Helle unser richtige Namen sind. Ursi, ja, seit wir uns kennen, ja, hat sie einen großen Namen und der heißt Ursi. Und wenn sie also nicht nur lieb ist, sondern auch richtig, richtig lieb, dann heißt sie Ursilein, ja? Was nicht so häufig vorkommt natürlich, ja. Ah, ja, das ist jetzt wieder typisch Helle, gell? Ursi kommt regelmäßig vor. Ja. Ursilein nicht so häufig, aber auch immer wieder mal. Ja? Oh, der Helle, ich sag's euch. Real heißt sie Ursula und so ist sie auch genannt worden, ja, immer. Und ich habe dann irgendwann mal Ursi zu ihr gesagt, das hat ihr dann so gut gefallen. Ja. Und dann hat sie ja gesagt, dann darfst du da bleiben bei mir, ja. Mhm. Und seitdem sage ich das öfters, ja. Und ich bin ja der Helle und ich muss dazu sagen, Helle hat noch mein das ganze Leben noch keiner zu mir gesagt. Erst seit 3 Jahren werde ich Helle genannt. Das hat sich einfach so ergeben, weil wir gedacht haben, wie nennen wir unseren Kanal? Und dann kam mir spontan raus Ursi und Helle. Mhm. Ich heiße richtig Helmut. Ja, Ursi und Helmut, hört sich total blöd an. Ja. Ja, mein großer Name ist Helmchen. Aber das sage ich natürlich auch nur ganz zu, wenn er ganz, ganz lieb ist. Ja, also auch ganz selten, ja. Ja, und Ursi und Helmchen wäre ja auch blöd, ja. Es kann ja nicht jeder mich zu mir Helmchen sagen. Also haben wir Helle genommen und es ist auch gut so. Seit 3 Jahren bin ich Helle und wir beide sind seit 3 Jahren Ursi und Helle und es passt. Ja, genau. Und zusammen, viele von euch wollten natürlich auch wissen, wie lange wir schon zusammen sind. Also wir sind kein so ein altes Ehepaar, wie gemeinhin angenommen wird. Wir kennen uns jetzt seit 12 Jahren. Genau. Und seit etwas mehr als 12 Jahren und sind seit fast 8 Jahren verheiratet. Verheiratet, genau. Zusammen haben wir 3 Kinder, aber keine gemeinsamen. Nein. Also Helle hat eine Tochter, ich habe 2 Söhne und die wiederum haben, 6 Enkelsöhne und eine Enkeltochter. Also genau. 7 Enkelkinder. Und davon sind 3 Enkelkinder in Kanada, was dazu führt, dass wir irgendwann auch mal ein Reisevideo von Kanada veröffentlichen werden. Aber dieses Jahr natürlich nicht mehr. Nein. Denn sowas muss ja auch geplant werden. Hat sich sonst so alles verändert. Ja, genau. Virus. Und also dieses Jahr kommt so eine weite Ausfahrt natürlich nicht. Ausflug. Ausflug, ja, genau. Ja. So, dann. Was wir sonst noch für Hobbys haben? Ja, was haben wir, also habt ihr beruflich gemacht? Ja. Also ich war in einer Schule tätig als Kinderbetreuerin. Also ich habe da auch mit den Kindern Hausaufgaben gemacht, gespielt, gebastelt. Ja. Und ich habe Industrieversicherungen am Schluss bei einem Versicherungskonzern gemacht und bin aber jetzt schon ein paar Jahre berentet. Mhm. Deshalb können wir auch so schön auf Reisen gehen. Genau. Ja, und dieses Jahr wollten wir ja nach Frankreich, auch mal ins Ausland, was jetzt halt auch wieder gecancelt wurde. Hole mal nach. Sonstige Hobbys haben wir jetzt nicht mehr viele, außer Wohnmobilreisen natürlich und YouTube-Filme drehen. Früher habe ich Tennis gespielt, bin gejoggt und auch gewalkt, ja, und das geht alles nicht mehr dank meines Knies. Mhm. Ja, die Ursi. Ja, also wir gehen jetzt halt noch in Fitnessstudio, das sehen wir noch. Und ich bin ein sogenannter Bücherwurm. Ja, genau. Und Gymnastik hast du ja auch immer gemacht. Ja. Ja. Machen wir jetzt. Wir gehen jetzt ins Fitnessstudio. Wir gehen jetzt ins Fitnessstudio und fahren natürlich viel Fahrrad. Ja. Das macht uns natürlich sehr viel Spaß. Wo stehen wir? Wie sehen wir die Zukunft? Also die Zukunft sehen wir vor allen Dingen in Auslandsreisen. Ja, nicht nur. Deutschland ist ja auch wunderschön und das werden wir auch weiterhin tun. Ja. Ja, aber Wir werden weiter viel in Deutschland unterwegs sein. Ja, genau. Und wir werden aber auch mehr ins Ausland reisen, denn wir sind ja immer noch beteiligt an einer kleinen Unternehmung in Konstanz. Das wisst ihr ja, die uns regelmäßig anschauen. Und das geben wir aber immer mehr ab und werden dann mehr Zeit für Auslandsreisen haben
Und da dürft ihr euch dann drauf freuen, weil dann nehmen wir euch natürlich mit. Mhm, und darauf freuen wir uns. Ja, und ansonsten haben wir eben unsere Beschäftigung, wie zum Beispiel mit der Drohne. Also ich bin da fleißig am Üben und werde auch immer professioneller damit. Das wird schon noch was werden. Wir werden schon noch Freunde. Das denke ich auch. Bis jetzt klappt es ja eigentlich schon ganz gut. Fehlt halt noch ein bisschen die Übung, das ist ganz klar. Das waren also die Fragen, die uns über Facebook oder per E-Mail von unseren Facebook-Gruppenmitgliedern gestellt wurden. Wir hoffen, wir haben keine Frage übersehen, haben alles beantwortet. Es war natürlich eigentlich doppelt etc. pp. Und anders formuliert. Wir hoffen, wir haben alles erwischt. Und wir hoffen, dass es interessant war für euch, da mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu hören. Ja? Mhm. Und ja, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und uns bei unseren künftigen Unternehmungen weiterhin begleitet in den nächsten Jahren. Ja? Mhm. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns wieder einen Daumen. Das ist der Applaus für den YouTube-Macher, ja, wie beim Theater. Und wer uns noch nicht abonniert hat, der kann das wirklich sehr gerne tun und das Glöckchen nicht vergessen. Richtig, dann werdet ihr immer informiert, wenn was Neues wieder von uns kommt. Ja, genau. Also in dem Sinn wünschen wir euch Gesundheit. Mhm. Fangt euch keinen Virus ein und einen ganz besonderen erst recht nicht. Ja? Nee, natürlich nicht. Wir achten auch drauf, dass es dann bald wieder weitergeht. Ja. Also tschüss, macht's gut. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Ciao.